darf jetzt aufrufen. Die Tagesordnungspunkte 55, 14 und 87, das ist der Setzpunkt der Fraktion der Sozialdemokraten. Und ich darf bitten, das Wort zu ergreifen, die Kollegin Dr. Sommer für die Fraktion der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Leider müssen wir feststellen, dass die Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche nicht mehr in allen Regionen sichergestellt ist, stationär, ambulant sowie im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die vorher bestehenden Probleme haben sich durch Corona manifestiert. Viele Erkrankungen haben zugenommen, beispielsweise Komplikationen bei chronischen und psychischen Erkrankungen. Die Warteliste der Kinderpsychosomatik, der Psychotherapeuten und der psychiatrischen Einrichtung haben sich in den letzten Monaten mehr als verdoppelt. Der notwendige Versorgungsbedarf für kranke Kinder kann nicht mehr sicher gewährleistet werden. So Dr. Florian Hoffmann, Sprecher der Sektion Pädiatrische Intensiv- und Notfallmedizin. Die Unterfinanzierung der Pädiatrie, die dadurch kommt, dass die DRG-Erlöse mitunter in Investitionskosten fließen, weil das Land seiner finanziellen Investitionstätigkeit nicht nachkommt, führt zu einem Abbau der pädiatrischen Versorgungskapazitäten. Kliniken haben immer weniger nicht gesperrte Betten und immer weniger Personal, um kritisch kranke Kinder zu behandeln. Dies zeigen die Zahlen in Hessen, die von einer Studie der Kölner Universität untermauert werden. Die Antwort auf unsere Große Anfrage hat sehr zu Irritationen in der Praxis geführt. Die Antworten aus dem Ministerium sind enttäuschend, widersprüchlich oder unwahr. Es würden Versorgungsaufträge umfassend erfüllt, die Erlöse würden in die Kinderkliniken zurückfließen, und es gäbe keine Rosinenpickerei. Das stimmt mit der Realität nicht überein. Ihre Antwort ist für die Praktizierenden und für die Eltern ein Schlag ins Gesicht, genauso wie Ihr noch schnell gestellter Antrag, meine Damen und Herren. Große Kliniken schicken zum Teil regionale Patienten weg, um überregionale mit hohen DRG-Erlösen wie bei Knochenmarkstransplantation zu versorgen. Sie lösen nicht den Widerspruch auf, warum nur 70% der Betten ausgelastet sind, vorhandene Kapazitäten nicht genutzt werden. Ja, weil das Personal fehlt und wir steuern in einen Fachkräftemangel. Was tun Sie? Obwohl 30% der Betten grundsätzlich frei sind, können sie nicht genutzt werden. Herr Grüttner musste dies in der letzten Legislatur einräumen. Von 295 Intensivbetten für Kinder, die er dem Landtag angab, waren es tatsächlich 114 nur, die verfügbar waren. Fragen Sie doch statt der Geschäftsführung mal die Praktizierenden, die Betroffenen und die Fachkräfte. Hier braucht es Expertise und mehr Transparenz. Besonders prekär ist die Situation in der Kinderintensivmedizin. Durch Betten- und Personalmangel kommt es hier zu regelhaften Versorgungsengpässen mit gravierenden Auswirkungen. Behandelnde Kliniken haben immer öfter keinen Platz mehr, müssen die Patienten in weit entfernte Kliniken transportieren. Gleichzeitig führt der Wettbewerb mit erlösstarken Subdisziplinen wie der Neonatologie, Kinderkardiologie und Kinderonkologie zu Verschiebung von Personal, um die dort vorgegebenen Personalschlüssel zu erfüllen. Dr. Hoffmann als Sprecher spricht aus, was tagtäglich auf pädiatrischen Stationen geschieht. Wir stehen jeden Tag vor der Frage, welchen Kindern sagen wir ab, welche nehmen wir auf. Die Landesregierung kann die flächendeckende Versorgung von kritisch kranken Kindern nicht mehr sicher gewährleisten. Das ist ein Armutszeugnis für dieses Land und für diese Landesregierung. Durch die Nichtbelegung oder Schließung der Betten ist die Zahl der Verlegungen nach wie vor hoch, obwohl das Land Abhilfe in der 17. Regionalen Gesundheitskonferenz
versprochen hatte. Das war übrigens am 10.11.2060. Sind Sie bis heute nicht tätig geworden? Das nennen Sie in Ihrem Antrag frühzeitiges, kontinuierliches und konsequentes Planen und Handeln? Schämen Sie sich? Hier geht es um die Gesundheit unserer Kinder. Überprüfen Sie endlich den Versorgungsbedarf, aber schieben Sie nicht auch wie gestern die Verantwortung wie bei der HSK auf die Kliniken. Es geht dabei um Daseinsvorsorge, meine Damen und Herren. Wenn die Landesregierung wirklich interessiert wäre, könnte sie den Mangel anhand von IVENA-Auswertung und anhand der niedrigen DRG-Werte der verlegten Patienten im Vergleich zu den überregionalen Patienten belastbar analysieren. Aber die Landesregierung schaut wie immer lieber weg. Dann ist da noch der Kinderarztmangel. Viele Eltern finden keinen Kinderarzt. Sie werden abgewiesen, weil die Praxen überlaufen. Dabei sind Eltern gesetzlich versichert, ihre Kinder zu den U-Untersuchungen zu bringen. Besorgniserregend ist, dass sich das weiter verschärfen wird. 2025 fallen ein Viertel der Kinderärzte weg, weil sie keine Nachfolge finden. Und Sie schreiben in Ihrem Antrag, die stationäre und ambulante Versorgung ist gesichert. Das sind 141 Ärzte, die in 2025 fehlen werden. Ob ländlicher Raum, Ballungsgebiet, Mangel überall. Pro Tag müssen die Mediziner bis zu 100 Knirpse versorgen. Das ist Stress für die Eltern, Stress für die Ärzte. Die fühlen sich nicht genug behandelt. Und wenn Sie sich, wie in Ihrem Antrag beschrieben, weiterhin konsequent und ergebnisorientiert einsetzen wollen, dann passiert in Hessen wohl in Zukunft nichts. Die Leidtragenden sind aber dabei die Kinder. Das dürfen Sie nicht zulassen. Durch das Fehlen eines Kinderarztes werden z.B. chronische Probleme zu spät oder gar nicht erkannt. Kinder, die keinen festen Hausarzt haben, werden oft hospitalisiert, bekommen häufiger Antibiotika. Seltene Krankheiten sowie Wachstums- und Entwicklungsstörungen werden bei ihnen später entdeckt. In keinem anderen Bundesland, meine Damen und Herren, ist die Versorgung mit Kinderärzten so schlecht wie in Hessen. Die Landesregierung weist die Verantwortung von sich. Typisch drucksen und ducken, und das auf den Kosten der Jüngsten. Das ist erbärmlich. Und ich möchte auch noch einmal das Thema Kinder, Gesundheit und Psyche und Corona aufgreifen. Fast jedes dritte Kind zwischen 7 und 17 hat psychische Auffälligkeiten, so die Cosby-Studie. 60% fragen mehr Termine bei Psychotherapeuten nach. Lange Warteschlange, Mangel an Therapeuten und Sitzen. Nehmen Sie die Warnung des Ärzteblattes vom 26. März dieses Jahres und die der Kinder- und Jugendärzte von gestern endlich ernst. Die Experten fordern sofortige Maßnahmen. Warum? Weil bereits jetzt alle Kinder- und Jugendpsychiatrien voll sind und nur noch suizidgefährdete Kinder und Jugendliche aufgenommen werden, meine Damen und Herren. Und Sie schauen weg. Sie haben keine Ideen, überhaupt irgendwas zu machen oder zu helfen. Da ist das wieder mal Fehlanzeige. Die Landesregierung hat keinen Plan. Im Gegenteil, Sie behaupten auch noch in Ihrem Antrag, die Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgung sei gesichert. Wir reden momentan von einer Triage bei Kindern. Kriegen Sie denn überhaupt noch was mit? Und vor allen Dingen im letzten SIA, da haben Sie uns noch vorgehalten, das wären Einzelfälle und Ausnahmesituationen. Es ist mir unbegreiflich, wie Sie da wegschauen können, meine Damen und Herren. Es gibt so viel Not bei Familien, bei Eltern, Kindern und Jugendlichen. Wo sind Ihre Maßnahmen, die Kinderrechte entsprechend der UN-Kinderrechtskonvention stärker zu berücksichtigen? Es geht darum, Kinder und Jugendliche aktiv, präventiv und intervenierend zu schützen. Dazu gehört ein gutes Versorgungsangebot. Und bislang verstoßen Sie sogar gegen die hessische Verfassung, nämlich gegen Artikel 4 Satz 2, da heißt es, jedes Kind hat das Recht auf Schutz, Förderung seiner Entwicklung, sein Wille und Wohlsinn zu berücksichtigen.
Deswegen fordern wir, dem Mangel an Behandlungskapazitäten entgegenzuwirken, den Bedarf zu analysieren und zu decken, der Kinderrechtskonvention und der Hessischen Verfassung gerecht zu werden, ein Höchstmaß an Gesundheit umzusetzen, die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen des Personals und den Fachkräftemangel entgegenzuwirken, konsequent Klinikinvestitionen zu übernehmen und die Abführung von DRG-Erlösen für Investitionen zu sanktionieren. Wir brauchen außerdem eine flächendeckende Versorgung mit Kinderärzten, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Das müssen Sie sicherstellen, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Unterstützen Sie die Familien. Sorgen Sie für eine Versorgung aller Kinder. Stellen Sie das Patientenwohl der Kleinsten sicher. Kinder haben ein Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit. Sie haben das Kinderrechtsjahr ausgerufen. Wo bleibt denn Ihr Engagement genau für diese Unversehrtheit, für Gesundheit und für eine gute Zukunft unserer Kinder? Packen Sie es endlich an. Handeln Sie. Riskieren Sie nicht länger die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Ihr Wegschauen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Nächster Redner ist der Abg. Dr. Bartelt für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Anlass des Antrags ist die COOP-Studie aus Köln. Hier wurden 50 Beschäftigte aus der Kindermedizin befragt. Sie schilderten ihre Eindrücke, und das zum Teil sehr zugespitzt. Sie sagten etwa, die Krankenhausträger sehen die Pädiatrie als lästigen Wurmfortsatz, halten sie so klein wie möglich und betreiben finanziell Rosinenpickerei. Wir nehmen das ernst. Die Äußerungen sind aber keineswegs zu generalisieren. Es wäre undifferenziert, aus ihnen allein politische Handlung abzuleiten. Diese Vorwürfe werden den Trägern einfach nicht gerecht. Wie ist der Sachstand der stationären und ambulanten Versorgung in der Kinderheilkunde? Die Zahl der Fachabteilungen ist in den letzten Jahrzehnten leicht rückläufig. 1991 gab es in Deutschland 540 Abteilungen. 2017 444. Die Zahl der Behandlungen stieg leicht. In Hessen ist die Zahl der Kliniken leicht gesunken, die Zahl der Betten leicht gestiegen. Entscheidend für die Beurteilung der Versorgung ist der Auslastungsgrad. Nach Angaben der Bundesregierung schwankte er zwischen 2007 und 2017 zwischen 64 und 68%. In der Antwort der Landesregierung, Frage 6 Ihrer Anfrage, wird er mit 70% angegeben. Das liegt weit unter den Auslastungen anderer Fachabteilungen. Daher sind die Bettenkapazitäten in der Kinderheilkunde grundsätzlich auskömmlich. Zu diesem Schluss kommen Bundesregierung und Landesregierung. Die Landesregierung in Hessen, das Ministerium für Soziales und Integration, überprüft regelmäßig, ob der Bedarf durch die vorhandenen Bettenkapazitäten gedeckt wird. Daher ist die Behauptung in Punkt 1 Ihres Antrags, es bestehe ein Mangel an Betten und Behandlungskapazitäten, durch die Daten schlichtweg nicht gedeckt. Trotzdem sind Versorgungsengpässe in Einzelfällen sorgfältig zu analysieren. Die in der Pädiatrie überdurchschnittliche Abmeldung von Kliniken in der Notfallbehandlung über das System IVENA sind bedenklich. Sie betragen in Spitzenzeiten 40%. Die Landesregierung handelt. Sie reformiert die Notfallversorgung durch mehr Kooperation von Klinik und Praxen. Hier muss die Pädiatrie besonders beachtet werden. In Einzelfällen gibt es örtliche Defizite. Ende letzten Jahres wandten sich 30 niedergelassene Pädiater aus Wiesbaden an die Öffentlichkeit. Wiesbadener Kurier, FAZ und Frankfurter Rundschau berichteten darüber. Die neue Leitung der Pädiatrie der Horst-Schmidt-Kliniken sagte zu, die Zahlen der Betten, besonders der Intensivbetten,
und des Fachpersonals zu erhöhen. Wir haben gestern darüber in der Fragestunde auch gesprochen, und die Landesregierung, die Rolle der Landesregierung wurde in Fragen Aufsicht, Hilfestellung, Kooperation und Mediation hier auch genannt. Wir werden das aufmerksam verfolgen. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen informiert jährlich über den Versorgungsgrad auf den Ebenen der Hausärzte, Fachärzte und spezialisierten Fachärzten. Die letzte Publikation war im Hessischen Ärzteblatt 1/21 bezogen auf den Stand vom 1.10.20. Für die Kinderärzte ergibt sich folgendes Bild. Von den 26 Zulassungsbezirken, sie entsprechen den Kreisen und kreisfreien Städten, gibt es in 17 Bezirken eine Überversorgung, in 7 Bezirken einen Versorgungsgrad von 100% und in den Bezirken Schwalm-Eder und Odenwald eine Unterversorgung. Insgesamt sind 15 Kassenarztsitze in Hessen nicht besetzt. Dies entspricht etwa dem Durchschnitt anderer Fachgebiete. Daher ist der Versorgungsgrad auch in der ambulanten Kinder- und Jugendmedizin dem Grunde nach auskömmlich. Das sind die Fakten. Es ist aber zu bedenken, dass die Berechnung auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte erfolgt. Das ist auf der Ebene der Fachärzte generell sachgerecht. In der Pädiatrie sind die Kinderärztinnen und Kinderärzte aber gleichzeitig Hausärztinnen und Hausärzte für Kinder. Sie sind erste Ansprechpartner in allen Problemen, und sie machen auch die Hausbesuche. So werden mögliche Mangelversorgungen in einzelnen Gemeinden oder Stadtteilen der Großstädte durch diese Information in der Pädiatrie nicht aufgedeckt. Das ist sicher ein Mangel einer zu großräumigen Planung auf diesem Gebiet. Der Antragsteller setzt sich in der Großen Anfrage und im Antrag mit dem Vergütungssystem der DRGs auseinander und bezweifelt, ob es für eine ausreichende Finanzierung der Pädiatrie geeignet ist. Eine solche Diskussion ist durchaus berechtigt, und es gab in den letzten Jahren auch Entwicklungen. Seit 2004 erhalten die Kliniken ihre Vergütung in Abhängigkeit der Diagnosen und Schweregrade der Patienten. Vorher erfolgte die Bezahlung nach Aufenthaltsdauer. Für die Psychiatrie findet dies zunächst keine Anwendung. Jetzt wird der Pflegeaufwand durch ein eigenes DRG-System honoriert, um den Kliniken zu ermöglichen, notwendige Tarifsteigerungen beim Pflegepersonal auch zu bezahlen. Es stellt sich die Frage, ob für die Pädiatrie dieses System geeignet ist. Bislang war die Problemlösung für die Pädiatrie, immer mehr und mehr spezifische DRGs zu schaffen. Es gibt mehr als 300, im letzten Jahr kamen 25 hinzu. Diesen Weg will das Bundesgesundheitsministerium weitergehen. Es begründet damit, dass so faktisch ein eigenes Honorierungssystem, ein eigenes DRG-System für Kinder- und Jugendmedizin geschaffen wird. Die DRGs werden jährlich durch das Institut für Entgeltsysteme angepasst. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat hingegen in einer Bundesratsinitiative vom 9.09.20, Nummer 513/20, ein separates Vergütungssystem für die Pädiatrie gefordert. Dies wird sehr differenziert noch im entsprechenden Ausschuss beraten, und zwar sehr unabhängig von der parteipolitischen Färbung der Landesregierung. Ich finde eine solche Diskussion durchaus sinnvoll, damit man das Ziel einer leistungsgerechten Honorierung der Kinderkliniken überprüft und gegebenenfalls nachbessert. Leider hat sich der Antragsteller zu solchen lösungsorientierten praktischen Fragen gar nicht geäußert. Wir würden eine solche Diskussion sehr gerne führen, meine Damen und Herren. Ergänzend noch eine kurze Anmerkung zur Honorierung der ambulanten Versorgung in der Pädiatrie. Die Vergütung für die Kinderarztpraxen liegt mit 245.000 Euro etwas über dem Durchschnitt aller Praxen mit 230.000 Euro pro Jahr. Allerdings ist der Personalaufwand höher und die Einnahmen von Privatpatienten und individuellen Gesundheitsleistungen eher geringer. Diese Daten wurden 2017 erhoben und vor
einem Jahr etwa veröffentlicht. Ich möchte zusammenfassen, meine Damen und Herren. Wir haben in Deutschland und in Hessen eine qualifizierte, flächendeckende, ambulante und stationäre Versorgung in der Pädiatrie. Dies schließt örtliche Mangelversorgungen nicht aus. Und dies schließt auch nicht aus, dass in einzelnen Subdisziplinen, wie etwa in der Kinderpsychiatrie, auch ein Mangel vorhanden ist. Es gibt aber spezifische Herausforderungen in der Pädiatrie. Dies sind besonders im ambulanten Bereich der ländliche Raum. Wir haben eine zu großräumige Bedarfsplanung. Das sollte geändert werden, analog der Bedarfsplanung der Hausärzte. Wir müssen das Notfallversorgungssystem anpassen, müssen die Zusammenarbeit zwischen Kliniken und KV-Notfallversorgung weiter verzahnen und hier einen besonderen Blick auf die Pädiatrie und die Kinderkliniken richten. Wir wollen dieses gern im Ausschuss diskutieren und wollen auch die bundespolitischen Aspekte, und das sind meist bundespolitische Aspekte, wie etwa das Honorierungssystem und auch Planungen, großräumige Planungen, diskutieren und wollen da auch gerne auf der Bundesebene initiativ werden. Das macht die Landesregierung immer sehr gern und besonders auch im Bereich der Gesundheitspolitik. Wir freuen uns auf eine entsprechende sachorientierte Diskussion. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt. Nächste Rednerin ist die Abg. Papst-Dippel für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen liegt wohl jedem Menschen am Herzen. Sie darf auf gar keinen Fall gefährdet werden. Der vorliegende Antrag der SPD listet schon viele lange bekannte Probleme auf. Über den ländlichen Raum und die Landarztquote ist hier im Plenum ja ausgiebig diskutiert worden. Allein eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Wir haben während der Diskussionen mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Landarztquote ohne zusätzliche Studienplätze nicht funktionieren wird, wenn man die Altersstruktur der Ärzte betrachtet. Und, wie es die CDU angekündigt hat, noch den ÖGD mit einer Quote zusätzlich stärken zu wollen, macht es auch nicht besser. Wo sollen denn die Kinderärzte herkommen? Auf den Mangel an Kinderärzten im ländlichen Raum haben wir hingewiesen. Allerdings wird auch im Bereich Rhein-Main über Aufnahmestopps bei Kinderärzten berichtet. Die Ausweitung verpflichtender Untersuchungen für Kinder, der empfohlene Impfplan, die Zunahme von Bedarf an Therapien im Bereich der Heilhilfsberufe und die Chronifizierung der Krankheiten führen zu erheblich mehr Kinderarztbesuchen. Da reicht es natürlich nicht aus, dass die Landesregierung in ihrer Antwort auf die Große Anfrage der SPD-Kollegen aus dem Jahr 2019 ausweichend auf die KV Hessen verweist. Bereits im Jahr 2015, das sind über 5 Jahre her, haben Kinderärzte bundesweit auf einen Versorgungsnotstand hingewiesen. Die Barmer hat ein spezielles Programm gegen diesen Notstand ins Leben gerufen, um diese Lücken zu schließen. Und jüngst hat der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in einem Positionspapier Mängel thematisiert und Forderungen aufgestellt. So sollen im Referentenentwurf zur Neuordnung der Approbationsordnung der Ärzte bisher verpflichtende Blockpraktika der Kinder- und Jugendmedizin in der Klinik wegfallen. Weitere Punkte der Kritik beziehen sich auf die Bundesebene, besonders auf die DRG-Problematik und die Arzneimittelsicherheit für Kinder. Ein immens wichtiger Punkt angesichts der angestrebten Covid-Impfungen bei Kindern. Die größte Problematik besteht allerdings im stationären Bereich durch die Finanzierungslücken aufgrund der wirtschaftlichen Ausrichtung der Kliniken.
Hier treffen Personalabbau, Mangel an qualifiziertem Personal und die Personaluntergrenzenverordnung zusammen. Laut Deutscher Gesellschaft der Kinder- und Jugendärzte sank die Zahl der pädiatrischen Betten zwischen 1991 und 2017 um mehr als ein Drittel. Gleichzeitig sind die Fallzahlen um 15% gestiegen. Eine Steigerung der Bettenzahl seit 2007 um 9%, wie sie im Dringlichen Antrag der Regierungskoalition genannt wird, kann also gar nicht ausreichen. Das Thema Bettenabbau und Personalmangel in der Pädiatrie wurde auch hier in Wiesbaden von Kinderärzten öffentlich gemacht. Mit unserer Anfrage mit der Nummer 2179 aus 20 haben wir erfahren, dass Kinder tatsächlich nicht einfach nur aufgenommen werden, sondern oft verwiesen werden. Das ist für kranke Kinder und Eltern eine zusätzliche große Belastung, die der Antwort der Landesregierung zu entnehmenden Abmeldequoten von 40% im Bereich der pädiatrischen Intensivmedizin, über 10% in der Neonatologie und ca. 2,4% in der allgemeinen Kinderheilkunde sind besorgniserregend und auf Personalunterbesetzungen zurückzuführen. Gerade im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin mit einer 50-prozentigen Notfallquote, die sich der Planung komplett entzieht, darf es dazu nicht kommen. Wir können von Glück reden, dass Kinder von Covid-19 so gut wie nicht betroffen sind. Das ergibt sich aus dem Register der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektologie. Also glücklicherweise sind die Risiken für Kinder sehr gering, denn die pädiatrischen Intensivstationen hätten dafür niemals ausgereicht. Die Pflege von kranken Kindern ist ohnehin aufwendig und benötigt eine hohe Qualifikation des Pflegepersonals. Laut Aussage der Deutschen Gesellschaft der Kinder- und Jugendärzte wird diese spezielle Ausbildung durch die Generalistik eher gefährdet. Insgesamt hat der vorliegende Antrag der SPD in den Punkten 3 bis 8 die Forderungen der Kinderärzte aufgegriffen. So weit, so gut. Zum ersten Punkt Ihres Antrags, werte Kollegen der SPD, muss ich noch sagen, dass sich nicht nur die Gesundheitsversorgung der Kinder verschlechtert hat. Leider ist auch die Gesundheit selbst schlechter geworden. Der Bereich der chronischen Erkrankungen hat deutlich zugenommen. Und an dieser Stelle muss ich auch noch auf die höchst akute und bedenkliche Entwicklung der psychischen Erkrankungen hinweisen. Die derzeitigen Corona-Maßnahmen-Orgien beeinträchtigen die psychische Gesundheit unserer Kinder bereits jetzt massiv. Im Ausschuss für Soziales haben wir neulich gehört, dass es für die Fälle aus dem letzten Jahr Wartezeiten von bis zu 6 Monaten gibt. Mittlerweile hört man von Wartezeiten bis zu 9 Monaten. Wo soll das hinführen? Das ist unhaltbar. Gestern konnte man in der Süddeutschen Zeitung lesen, dass der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte von einem noch nie dagewesenen Ausmaß an psychiatrischen Erkrankungen berichtet. Ich zitiere: Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll. Dort findet eine Triage statt. Wer nicht suizidgefährdet ist und nur eine Depression hat, wird gar nicht mehr aufgenommen. Ähnliches ist vor vielen Wochen schon aus Wien bekannt geworden. Wie wollen Sie denn die Gesundheitsversorgung für diese Kinder und Jugendlichen unter diesen Bedingungen sicherstellen? Und wie kann im Dringlichen Antrag der Regierungskoalition unter Punkt 4 behauptet werden, die stationäre Versorgung sei gesichert? Noch eine weitere Anmerkung zum Antrag der SPD. Der Punkt 2 passt unserer Meinung nach hier nur bedingt hinein. Die Themen Armut, Flüchtlinge und Familienzusammenführung gehören an anderer Stelle diskutiert und einem anderen Rechtskreis an. Den Punkt 1 und 6, die Punkte 1 und 6 wiederum, können wir vollstens akzeptieren. Insgesamt scheint uns allerdings wenig Fleisch am Knochen respektive Antrag zu sein, und deswegen wollten wir uns enthalten. Der heutige dringliche Antrag zeigt noch deutlicher auf, dass etwas nicht stimmt. Obwohl es mehr Psychotherapeuten gibt, bestehen unzumutbare Wartezeiten. Die stationäre Versorgungssituation hatte ich schon erwähnt. Kinder und Jugendliche sind also immens belastet. Wie wollen Sie diesem Umstand begegnen? Es geht nicht um Einzelfälle.
Und warum beklagen Eltern Aufnahmestopps bei Kinderärzten und eine schlechte Versorgung bei Notfällen im ländlichen Raum? Auch hier geht es nicht um Einzelfälle. Darauf hat Ihr dringlicher Antwort keine Antwort, meine Damen und Herren. Stärken Sie endlich Familien und Kinder, damit Kinder sich gut entwickeln und gesund bleiben können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Papst-Dippel. Nächster Redner ist der Abg. Janky Pürsün für die Fraktion Die Freien Demokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche sicherstellen. Ja, das wollen wir. Der Antrag der Kollegen der SPD geht in die richtige Richtung. Allerdings ist er sehr allgemein, nennt kaum konkrete Maßnahmen. Ich bin froh, dass das Thema hier auf die Tagesordnung kommt. Allerdings bitte ich darum, etwas mehr zu differenzieren zwischen der ambulanten und der stationären Versorgung bzw. die ambulante mitzudenken. Wir wissen, dass es vielen schwerfällt, aber als Freie Demokraten erinnern wir immer auch an die ambulante Versorgung. Die Kollegen der GRÜNEN nicken, so ist es. Wir Freie Demokraten erinnern auch immer an die ambulante Versorgung. Der Antrag stellt maßgeblich auf die stationäre Versorgung aus. Wir müssen aber berücksichtigen, dass die ambulante Versorgung schon viel abfangen könnte, so sie gut aufgestellt wäre. Die SPD scheint es auch zu bestätigen. Danke schön. Ja. Also, wenn alle anderen Fraktionen nicht an die ambulante Versorgung denken, keine Angst, die Freien Demokraten, die werden immer wieder daran erinnern. Einer muss es ja tun, und wir Freie Demokraten machen das sehr gerne. Also, ich will noch einmal erinnern, zur ambulanten Versorgung müssen wir das ja immer wieder tun. Ich mache es noch einmal gerne. Wir müssen aber berücksichtigen, dass die ambulante Versorgung schon viel abfangen könnte, so sie gut aufgestellt wäre. Das greift nun der Antrag der Koalition auf. Allerdings werden hier etwas krude Schlüsse gezogen. Wir stellen mehr Betten auf, also ist die Versorgung gesichert. Na, ganz so einfach ist es nicht, liebe Kollegin von CDU und GRÜNEN. Überhaupt ist der Tenor des Antrages an der Grenze zur Unverschämtheit. Sie sagen damit, dass alles weitergehen kann wie bisher, läuft ja gut. Nein, läuft nicht gut. Erkundigen Sie sich mal bei den Eltern in Hessen. Die Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche ist oftmals ungenügend. Das gilt sowohl für den ambulanten wie für den stationären Bereich. Unserer Ansicht nach hat das verschiedene Gründe. Zum einen ist die Bürokratie ein Effizienzkiller. Sie frisst Ressourcen, die letztlich für die jungen Patienten fehlen. Die Abrechnungssysteme DRG und EBM berücksichtigen nicht ausreichend, dass Kinder eine andere Art der Versorgung benötigen. Die reine Diagnostik ist weit aufwendiger, da Kinder beispielsweise häufig nicht in der Lage sind, Symptome präzise zu beschreiben. Kinderarztpraxen sind häufig überlastet. Eltern gehen mit ihren Kindern zum Arzt, obwohl es gegebenenfalls medizinisch nicht nötig wäre. Hat ein Kind starke Bauchschmerzen, kann von außen nicht immer beurteilt werden, ob die Verdauung etwas stockt oder der Blinddarm entzündet ist. Eine gute ambulante vorherige Abklärung ist wichtig und ersetzt oftmals eine stationäre Behandlung. Aus zeitlichen Gründen oder weil die Praxen nicht ausreichend Diagnosemöglichkeiten haben, wird häufig stationär überwiesen. Dort endet das Problem leider nicht. Zwar stehen gegebenenfalls mehr Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung, aber das Personal fehlt. Wir müssen genau ausdifferenzieren, wo die Probleme liegen, wo die Bedarfe sind. Wenn wir nur darauf schauen, wie viele Betten frei sind, machen wir Politik an den jungen Patienten und auch an den Ärzten vorbei. Nun konkret zum hier vorgelegten Antrag der SPD.
Es wird die Forderung aufgestellt, die Rekrutierung und Nachwuchsbildung in der Kinderkrankenpflege zu fördern. Das ist reichlich vage, und der Vorschlag zur Umsetzung fehlt. Außerdem betrifft der Mangel auch den ambulanten Bereich. Wie wäre es z.B. mit einem Pflichtpraktikum im ambulanten Bereich während der Ausbildung? Was Sie mir bitte noch erklären müssen, liebe Kollegen der SPD, was soll das Abführen der DRG-Erlöse, warum soll das Abführen der DRG-Erlöse sanktioniert werden? Zurzeit sind aufgrund von Defiziten keine Investitionen möglich. Aber nur durch Investitionen kann eine adäquate Versorgung der Kinder erfolgen. Es wäre besser, die Investitionsmittel bereitzustellen. Dafür sollten wir in diesem Haus streiten. In Punkt 7 wird die Überschrift des Antrags wiederholt. Ich befürchte aber, dass es zur Umsetzung erstmals einer fundierten und differenzierten Analyse seitens der Landesregierung bedarf. Reichen die Kinderärzte aus im ambulanten Bereich? Viele haben Annahmestopp. Wie viele Eltern eines Neugeborenen rufen die 116, 117 an, weil sie überall abgewiesen werden? Dass diese Fragen scheinbar keine Rolle bei der Landesregierung spielen, zeigt der dringliche Antrag von CDU und Grünen zu dem Thema. Zu guter Letzt Punkt 8. An der Landesärztekammer liegt das Nachwuchsproblem wohl eher nicht. Es gibt zahlreiche Workshops, Seminare und sonstige Angebote. Die Ärzte leisten ihr Bestes. Es ist das Abrechnungssystem, die Bürokratie, die fehlende Digitalisierung und der Mangel an Personal. Daher rührt das Problem. Angehende Ärzte wollen faire Arbeitsbedingungen, Zeit für ihre jungen Patienten, Sicherheit und Anstellungsverträge. Insofern, werte Kollegen der Landesregierung, nutzen Sie die Chance und gehen Sie das hier dargelegte Problem an. Der Antrag schubst Sie in die richtige Richtung. Wir Freie Demokraten fordern eine ordentliche pädiatrische Gesundheitsversorgung, die Ärzte ihren Job machen und Eltern wieder in Ruhe schlafen lässt. Vielen Dank, Herr Pürsün.